Oh, so voll? Vielleicht hätte ich reservieren sollen. Der sieht aber auch typisch irisch aus, was? Und ein Betrunkener. Natürlich muss es in jeder Kneipe auch einen Betrunkenen geben. Oh, der schnarcht sogar. Der schnarcht sogar. Ein schönes Feuerchen. Schön warm. Ich könnte mich da vorstellen und meine nassen Sachen trocknen. Andererseits, ich muss bestimmt sowieso gleich wieder raus. Da kann ich mir das auch sparen. Ja, aber wenn man erstmal von innen wieder warm ist, dann ist das doch viel besser. Ein Gast und ein Becher. Der sabbert friedlich vor sich hin. Er sabbert. Hallo? Alles in Ordnung bei Ihnen? Der scheint nicht übermäßig kommunikativ zu sein. Vielleicht lasse ich ihn erstmal seinen Rausch ausschlafen. Ein einfacher Zinnpokal. Ich nehme den mal an mich. Bei dem netten Herrn hier hat er seine Aufgabe ja offensichtlich schon erfüllt. Was ist das? Oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Der beste Freund des Barkeepers. Ja, mit dem rede ich jetzt zuletzt. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich hier noch weiter in den Raum komme. Ach, da ist schon wieder die Tür. Ah, dann glaube ich nicht. Nee, hier ist Schluss. Na dann. Er scheint sein bester Gast zu sein. Naja, er ist ja auch sein einziger Gast. Zumindest der einzige, der noch stehen kann. Guten Tag, schönes Wetter heute. Was? Es regnet in Strömen. Das sollte auch ein Scherz sein. Ja, lustig. Na, das kann ja heiter werden. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Morangi. Schön. Was ich damit ausdrücken wollte, können Sie mir sagen, wo ich ihn finde? Wenn Sie den alten Ken Morangi meinen, der haust auf seiner Insel. Insel? Wie komme ich denn darüber? Fragen Sie Foley. Sitzt bestimmt unten am Wasser und angelt. Kommt es bei Ihnen häufiger vor, dass die Gäste in der Kneipe einschlafen? Klar, aber Klaus ist ein ganz hartnäckiger. Den kriegt man auch so schnell nicht wieder wach. Gibt es da irgendeinen Trick? Ja, wenn man ihm was zu essen vor die Nase hält. Dann wacht er auf? Wenn er das Zeug mag, stehen die Chancen nicht schlecht. Was mag er denn so? Er ist früher zur See gefahren. Außer Fisch isst er nichts. Aber eigentlich freue ich mich immer, wenn er schläft. Dann muss ich mich wenigstens nicht wieder zu ihm setzen und mir seine ewig gleichen Seemannsgeschichten anhören. Ich hätte gerne einen Fisch. Ich auch. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie mir in Ihrer charmanten Art damit sagen wollen, dass Sie keinen haben? Jep. Der ist auf jeden Fall kein Mann langer, vieler Worte. Der Wirt. Nicht übermäßig viel los hier. Geht so. Haben Sie immer so wenig Gäste? Einige meiner Stammkunden sind tot und die Laufkundschaft war noch nicht da. Die Laufkundschaft? LKW-Fahrer, die ihre Ware zu den Märkten in den Nachbardörfern bringen. Ab und zu halten die an, trinken 3 bis 12 Whisky und fahren dann weiter. 3 bis 12 Whisky? Ja, sagte ich doch gerade. Und wie oft kommen die so? Jeden Tag. Bringen Obst und Gemüse. Ich frag mich immer, wer das Zeug braucht, wenn es doch auch flüssiges Gemüse gibt. Vielen Dank für das überaus freundliche Gespräch. Gern geschehen. 3 bis 12 sind dann vielleicht ja 12, oder? Kann ich mir den Schlüssel mal kurz ausleihen? Nein. Ach, kommen Sie, nur 5 Minuten. Nein! Mit Rhetorik werde ich hier wohl nicht weiterkommen. Da helfen nur Taten. Naja gut, ich scheine ja einen indirekten Auftrag zu haben, und zwar einen Fisch zu besorgen. Denn der will einen Fisch, der hat keinen Fisch. Dieses Regenwetter, ne? Oh, vielleicht hat er einen Fisch für mich. Er müsste eigentlich nur einmal ins Wasser hauchen. Dann würden sofort alle Fische besoffen an der Oberfläche schwimmen. Ach so? Das siehst du von hier aus, dass er betrunken ist? Hallo, wieso angeln Sie bei so einem Wetter? Sie haben keine Ahnung vom Angeln, oder? Nein, nicht wirklich. Wieso? Weil die Fische bei so einem Wetter am besten beißen. Sie sehen doch mal einmal, das ist die Ausbeute von 3 Stunden.
Selbst wenn ich innerhalb von 3 Stunden 30 gebratene Tauben und Wildschweine mit Äpfeln im Maul fangen würde, ich käme nie auf die Idee, mich bei so einem Wetter freiwillig hier hinzusetzen. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Morangi. Können Sie mir da helfen? Klar. Der alte Ken haust da drüben auf seiner Insel. Oh, super, vielen Dank. Wie komme ich denn darüber? Gibt es eine Fähre oder eine Brücke? Nee, Brücke sowieso nicht. Und bei dem Wetter fährt auch kein Schiff. Ist das Ihr Boot da drüben? Ja. Kann ich das mal kurz ausleihen? Ah, ich brauch's momentan nicht wirklich. Aber dann könnten Sie mir auch einen Gefallen tun. Klar, was denn? Ich hatte heute Morgen meinen Kumpel Steffen besucht. Und jetzt ist mein Whisky schon wieder alle. Und jetzt soll ich Ihnen welchen besorgen? Warum gehen Sie nicht einfach in die Kneipe um die Ecke? Warum schwimmen Sie nicht einfach auf die Insel? Guter Konter. Also ein Tausch. Whisky gegen Boot. Ja, klingt fair. Die Tür im Felsen. Was befindet sich eigentlich dahinter? Der Keller von Old Stevie's Pub. Kommt man da irgendwie rein? Was meinen Sie, wie oft ich das schon versucht habe? Da drin lagern Whisky-Vorräte für mindestens 1 Jahr. Aber O'Brien, der alte Geizhals, rückt ja nichts raus. Meint immer, ein Barkeeper dürfe seine Waren nicht verschenken. Früher haben wir gehandelt. Fisch gegen Whisky. Aber irgendwann ist mir aus Versehen ein roter Hering mit in die Lieferung geraten. Seitdem ist er sauer und faselt was von Gammelfisch. Dabei war der Schaden doch minimal. Dann wünsche ich weiterhin Petri Heil. Petri Dank. Ha, weiß wenigstens, was ich gehört. Das ist so witzig gerade gewesen. Ich habe die ganze Zeit immer direkt Gesichter vor Augen. Jedes Mal, wenn ich irgendeinen neuen Charakter in diesem Spiel höre, weil es fast immer irgendwelche bekannten Synchronsprecher aus Film und Fernsehen sind. Echt lustig. So, also, er sitzt hier in seinem Ölzeug. Da ist ein Fass mit Fischen, die ganzen leeren Flaschen. Eine hübsche Sammlung. Hoffentlich sind die nicht alle von heute. Ah, dafür ist er doch noch zu... Was ist ein Stein? Dafür ist er doch noch zu nüchtern, oder? Ein Stein. Besondere Merkmale? Keine. Den wird hier keiner vermissen. Mein Stein. Besondere Merkmale meiner. Eine Tür. Und da ist ein Schloss. Da ist ein Vorhängeschloss an der Tür. Das ist wohl die Ausbeute des heutigen Tages. So viele Fische können Sie doch alleine gar nicht essen, oder? Machen Sie sich Sorgen um meine Gesundheit oder wollen Sie nur einen Fisch abstauben? Ja, also, wenn ich ehrlich sein soll... Nehmen Sie ruhig ein. Ich werde schon noch ein paar fangen. Oh, vielen Dank. Ach, okay. Cool. Was ist das für einer? Einfach nur ein Fisch. Kalt und glitschig. Wie ein Fisch eben so ist. Ja, okay. Dann würde ich sagen, tauschen wir. Vielleicht kriegen wir jetzt Whisky gegen Fisch. Nimm den Fisch. Ich habe hier einen leckeren Fisch. Und ich dachte schon, sie hätten sich 3 Tage nicht gewaschen. Gleich haue ich ihm den Fisch links und rechts um die Ohren. Flatsch, flatsch, das fände ich ziemlich cool. Gibst du mir vielleicht jetzt Alkohol gegen den Fisch? Hallo, ich weiß, Sie haben viel zu tun. Kann ich trotzdem nochmal stören? Wenn's sein muss? Ja. Mhm. Wie kommt man denn in den Keller? Schlüssel nehmen, Tür aufschließen, reingehen. Das können selbst Leute wie Sie, wenn Sie den passenden Schlüssel haben. Sie sind ganz schön lustig, oder? Yep. Ich bräuchte eine Flasche Whisky. Was kostet die? Für Sie? 1000. Ich frage mal besser nicht nach der Währung. Die Antwort würde mir wohl nicht gefallen. Nein. Wollen Sie keine Geschäfte machen? Doch, 1000 ist ein gutes Geschäft. Ein bisschen arg teuer, oder? Ein Sonderpreis. Extra für meine Freunde. Aus unerfindlichem Grund steigt mein Aggressionspotenzial geradezu in unermessliche Höhen. Wenn ich mich nicht sehr zusammenreiße, wird das hier gleich zum Ego-Shooter. Okay.
Vielen Dank für das überaus freundliche Gespräch. Gern geschehen. Okay, aber vielleicht muss ich dem hier den Fisch geben. Auch wenn er ein noch so großer Fan von Fisch sein mag und schon ziemlich einem kann. Okay, vielleicht kann ich mir den Fisch selber machen. Den Fisch einfach so in den Kamin zu schmeißen ist weder sinnvoll, noch werde ich den Barkeeper damit wirklich glücklich machen. Mhm. Vielleicht hier ist auch ein Metallschild, oder? Tatsache, Fisch auf Schild. Ich nutze mal Ihren Kamin, um den Fisch zu grillen. Natürlich könnten Sie das bestimmt viel besser, aber Sie werden ja wahrscheinlich Wichtigeres zu tun haben. Ja, natürlich. Machen Sie ruhig. Das ist so ein großes Schild, okay. Hier wird sich gleich ein wunderbarer Fischgeruch ausbreiten, oder? Der Fisch liegt servierbereit auf dem Blech. Aha, cool. Das Blech ist viel zu heiß. Mist, es ist zu heiß. Da mit der Flagge. Die Flagge ist aus irgendeinem Kunststoff und wird mir wohl recht schnell wegbrennen. Oh. Nee, das hilft mir nicht. Max? Moment, ich gehe mal zur Seite. Kamin und dann der Fisch. Ach, der hat da übrigens auch einen Becher. Ob ich die beiden einfach austausche? Wenn ich die Becher vertausche, wird er seinen Whisky vermissen. Das dann vermutlich einsetzende Gejammer würde ich ihm und vor allem mir gerne ersparen. Ach, wie schade. Aber hier in der Schenke scheint nichts zu sein, was ich jetzt benutzen kann. Oder ich sage ihm, er soll es selber machen. Hallo? Alles in Ordnung bei Ihnen? Der scheint nicht übermäßig kommunikativ zu sein. Vielleicht lasse ich ihn erstmal seinen Rausch ausschlafen. Mhm. Ob die mir irgendwie helfen kann? Oder ich benutze das Verkehrsschild als, wie so ein Pizzaheber, ne? Wisst ihr, was ich meine? Kann ich das ausbuddeln hiermit vielleicht? Ach, schade. Oh, hiermit? Nee. Oh! So geht es? Hä? Und jetzt? Der will einen Unfall provozieren, oder? Aber warum? Damit der Barkeeper mehr zu tun bekommt? Ich habe das Verkehrsschild mit der Flagge abgedeckt. Oh, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber ich gehe erstmal nach unten. So. Ah, hier ist Wasser. Vielleicht hole ich erstmal Wasser. Vielleicht kann ich damit das Schild abkühlen. Gehen wir nochmal rein hier. Feuer löschen, auch nicht schlecht. Hä? Oh. Warum? Warum habe ich das jetzt gemacht? Nee, nicht. Das Wasser ist komplett verdunstet. Übrig geblieben ist nur eine kleine Salzkruste. Oh. Wir haben Salz gemacht. Alles klar. Wir stolpern hier wieder durch die Gegend. Ich hätte jetzt das Salz auf den Fisch. Oder packen wir das in den Becher rein? Solange er nicht irgendwie... Nee. Ach so, oh, er soll abgelenkt sein? Solange er nicht irgendwie abgelenkt ist, soll... Alles klar. Ob ich den da reinlege noch? In den Kamin? Ich will eigentlich niemanden den Stein über den Schädel ziehen. Kamin? Ach, der Becher immer noch da? Gut. Das ist auch immer noch ein ganz normaler Becher. Der ist nicht irgendwie heiß oder irgendwas. Der wird... Keiner hat mir bisher irgendwas davon gesagt, dass er Salz möchte. Ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen,
dass ich hinterher den Fisch mit dem Salz einreiben muss. Aber sonst... Ich glaube, ich bin hier noch nicht richtig, hä? Kann sie mir helfen mit ihrem Säbelzahnhörnchen? Das Schild ist ja leer. Okay, jetzt habe ich es wieder abgemacht. Aber warum? Ich häng's mal wieder drüber. So, dann gucken wir hier unten nochmal. Also, wir haben das Boot. Wir haben Wasser. Ob ich noch einen Fisch nehmen soll? Eine hübsche Sammlung. Ja, hoffentlich sind die nicht von heute. Was kaputt machen davon? Nee. Schloss? Mm-mm. Sollen wir auch nicht hier reinwerfen? Nope, sollen wir nicht. Gesalzene Fische? Mm-mm. Das bringt auch nichts. Ich kann noch mehr Wasser holen. Mhm. Fass mit Fischen. Nope, das bringt auch nichts. Das habe ich auch schon probiert. Ja, dann muss ich wohl zurück in den Pub, oder? Das da drüber? Mhm. Das müssen wir auch nicht machen. Nee. Also nochmal zurück. Willst du Wasser? Nee, das geht nicht. Macht er nicht. Wenn ich die Becher vertausche, wird er sein Whisky... Nee, genau. Ich dachte jetzt, er würde versuchen, Wasser in den Whisky reinzukippen, damit er dann irgendwie verdünnt ist und der sich vielleicht umdreht, um sich neuen einzuschenken. Gut, er müsste abgelenkt werden. Vielleicht kann ich ihn hier mit dem Wasser nass machen? Sowas ist schon unter Freunden nicht lustig. Außerdem weiß ich nicht, wie er reagieren wird. Und ich brauche die meisten meiner Zähne noch. Mhm. Mhm. Salz rein geht auch nicht. Auch nicht auf den Fisch. Wie soll ich das rauskriegen? Warum nimmt er das nicht einfach und löscht vorher das Feuer, oder? Was er hier die ganze Zeit vor sich her murmelt, ne? Der Fisch liegt servierbereit auf dem Blech. Ja. Aber es ist ihm zu heiß. Das Blech ist viel zu heiß. Kamin? Nein. Nee, das bringt mir gar nichts. Dann frage ich sie nochmal. Na, was macht Luigi? Er sitzt immer noch in meiner Hosentasche und piekt mir ins Bein. Da fällt mir ein, ich hätte da noch eine tolle Geschichte. Ja, das glaube ich gern. Muss aber leider ganz schnell weg. Später vielleicht. Das bringt auch nichts. Mit Salz einreiben. Ich habe das Verkehrsschild mit der Flagge abgedeckt. Ich nehme die Flagge jetzt einfach nochmal. Vielleicht kann ich die irgendwo anders noch einsetzen. Flagge. Hier kann ich sie nicht zeigen. Vielleicht kann ich sie hier unten im Fischer zeigen. Mm-mm. Da irgendwas hierfür verwenden? Nee. Und den Stein noch? Auch nicht. Ich bin zwar eh schon nass, aber da springe ich trotzdem nicht rein. Wasser von oben, Wasser von unten. Verdursten werden die hier bestimmt nicht. Naja, doch, wenn man zu viel Wasser, Salzwasser trinkt, verdurstet man auch.
letztlich. Das Schild. Das ist fest im Boden verankert. Das wäre doch cool, es rauszunehmen. Ach so, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich, Vielleicht muss mir ein LKW-Fahrer helfen, das Schild hier rauszukriegen, damit ich an das Schild rankomme. Also, es wird dann halt umgefahren. Ob das vielleicht hilft? Wie ist es denn, wenn ich versuche, kann ich hier irgendwie die Straße entlang oder losfahren mit meinem Motorrad? Das Motorrad, das ich mir am Flughafen gemietet habe, ja. Na, was macht Luigi? Er okay. Sitzt immer. Ja, das. Das vielleicht noch hier drauf. Oder mit Wasser nochmal extra. Nee, auch nicht. Das nicht. Das nicht. Ein Schlüssel. Ja. Kann ich mir den Schlüssel mal kurz aus... Nein. Ach komm. Nein. Mit Rhetorik... Ja, das wird leider nix. Das wird leider nix. Ich kann noch mal versuchen, ihn zu wecken. Hallo? Alles in Ordnung bei Ihnen? Der scheint nicht übermäßig kommunikativ zu sein. Vielleicht lasse ich ihn erstmal seinen Rausch ausschlafen. Huiuiui. Genau. Ich habe eigentlich einen wunderbaren Fisch. Der Fisch liegt servierbereit auf dem Blech. Schön warm. Also ich kann es auch nicht mehr hier hinstellen. Was das angeht, bin ich echt fertig. Bin ich durch!